Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 18. Lesung des Buches Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin. Ja, wir sind alle für eine Himmelskönigin. Zumindest findet das der Papst, dass wir alle für eine Himmelskönigin sind. Die römisch-katholische Kirche findet das, dass wir alle für diese eine sind, weil diese eine für uns alles ist. Das ist ihre Lehre. Sie ist der Weg zu Jesus Christus. Und nur durch Jesus Christus kommen wir zum Vater. Das Letzte ist biblisch. Das Erste ist antichristlich. Ja? Ich brauche nämlich keine Maria. Ich brauche keine tote Frau, die seit knapp 2000 Jahren unter der Erde liegt, um zu Jesus Christus zu kommen. Ganz im Gegenteil. Das ist Nekromantie, die der Gott der Bibel ganz deutlich hart verurteilt. Aber die römisch-katholische Kirche denkt da anders drüber. Und die römisch-katholische Kirche ist die universale, die allweltumfassende, einzige selig machende Kirche auf dieser Welt, nach ihren eigenen Worten. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man unter Seligmachung versteht. Wenn man darunter versteht, den breiten Pfad in die Verdammnis zur Hölle zu gehen, dann würde ich sogar nicht nur gehen, dann würde ich mir vielleicht sogar ein Skateboard kaufen oder sowas, um dann noch schneller runterrollen zu können, dann ist das der Weg. Wenn ihr den gehen wollt, dann geht den Weg. Ich für meinen Teil habe beschlossen, ich gehe den Weg des Wortes Gottes, des unverfälschten Wortes Gottes, das ist zu finden in der Bibel, in Deutsch in der Schlachterbibel 2000 und ich präferiere immer noch für mich persönlich die König James Bibel von 1611. Und in dem Wort Gottes steht mir ganz klar geschrieben, was Gottes Lehre ist und dass Gottes Lehre eine andere ist als die des Menschen und dass die Kirche, die römisch-katholische Kirche in diesem Fall, eine Kirche von Menschen für Menschen ist und nicht eine Versammlung für den einzig wahren Schöpfergott der Bibel, den Vater, der im Himmel ist und seinen eigenen Sohn auf diese Erde im Fleisch geschickt hat, um für uns und für unsere Sünden zu sterben und uns von diesen Sünden zu erlösen. Den brauche ich und keine Maria, keine Maria-Erscheinung, keine Maria-Figur, keinen Rosenkranz und was weiß ich nicht noch alles. Ja, ich habe gerade eben das Schauen der sechsten Lesung dieser Lesung abgeschlossen, das war nämlich heute Abend Premiere auf dem Kanal, den es hoffentlich inzwischen immer noch gibt. Ich habe ja gerade erst eine Warnung erhalten von YouTube, weil ich ein Masseneinwanderungsvideo vom letzten Jahr vom Hauptkanal auf dem Kanal gespiegelt habe. Und siehe da, keine Woche online, etwas über 1000 Zuschauer und YouTube sagt, das ist Hassrede und ich werde blockiert. Eine Woche lang darf ich keine Videos mehr hochladen, die Premiere gerade eben erschien dann doch. Und was weiß ich, was die noch alles aus dem Daumen saugen. Also kann es ja sein, dass wenn dieses Video, Lesung Nummer 18, erscheint, es den Kanal vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es einen noch und der begleitet mich heute bei der Sendung. Das ist nämlich der Bruder Max. Hallo Max, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du an dieser Lesung heute wieder teilnimmst, der du der Übersetzer dieses Buches bist und dass wir gleich wieder reingehen. Aber das musste ich mir erstmal eben von der Seele sprechen, nach der Lesung gerade eben, die ich gehört hatte. Ja, eine tolle Einleitung und ich kann dir nur zustimmen. Also ich bin auch dem Herrn dankbar, dass ich eben zur Wahrheit gefunden habe und dass ich eben auch nicht einer toten Maria irgendwie anvertraue oder irgendwie sie als Mittlerin aufsuche, sondern dass wir eben zu Jesus Christus gefunden haben. Und wir brauchen ganz gewiss auch nicht das Dogma der römisch-katholischen Kirche, das wir uns ja in den letzten Lesungen auch schon ganz ordentlich um die Ohren geschlagen haben. Mit allerlei Märchen möchte ich mal meinen. Und ich freue mich heute umso mehr auf die nächste Lesung. Es ist die 18. Die 18. inzwischen schon, ja, die 18. Lesung. Und bin gespannt, wo wir heute hinkommen, welche Erkenntnisse wir erlangen. Und ja, ich freue mich, Jörg. Tja, ich auch. Dann freuen wir uns mal gemeinsam und dann fangen wir mal an. Wir sind auf Seite 4. Das ist das... Ist das nicht das dritte Kapitel? Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Ja, Kapitel 3. Auf Seite 4 sind wir im dritten Kapitel in diesem Buch. Und das Kapitel lautet Königin des Islam. Und das Unterkapitel, das wir jetzt lesen, heißt Ein Zeichen für die Menschheit. Wir hatten ja gerade in der letzten Sendung noch über die Erscheinung von Zeitun gesprochen. Ne? Hier die Maria in Zeitun. Weil hier eben nochmal kurz zurückscrollen. Das war, was wir gelesen hatten. Plus dann diesen extra Artikel, den wir gelesen hatten hier. Hier war es auch noch über Maria im Koran. Und davor war es hier die Maria in Zeitun irgendwo. Wo war das denn jetzt?
Sie im Outro dieser Videos, die Texte lesen, was weiß ich. Finde ich jetzt gar nicht mehr, den Link dazu ist auch wurscht. Wir sind jetzt halt hier in diesem Unterkapitel ein Zeichen für die Menschheit und wir wollen uns jetzt mit diesem Buch weiter beschäftigen, weil im Grunde, wir sind heute in der 18. Lesung, das heißt gerade mal in der 10. Lesung dieses Buches und es sind, glaube ich, noch einige Seiten vor uns, um zu bewältigen. Das wird halt wieder so eine Mammutlesung eines kleinen Buches, weil ich immer so viel abschweiche. Jetzt komme ich eben zur Lesung. Denken Sie oder denkt ihr bitte an die Tragweite. Millionen von Muslimen, die auf eine Erscheinung Mariens eingehen, die auf die Knie fallen, die singen, jubeln und Maria anrufen. Warum reagierten diese Anhänger Allahs auf diese Zeichen und Wunder? Warum waren sie sich so sicher, dass diese Erscheinung Maria war? Wenn sich solche Ereignisse im 21. Jahrhundert wiederholen, damit die ganze Welt sie sehen kann, wird dann die islamische Gemeinschaft der Königin des Himmels folgen? Obwohl wir nicht mit Sicherheit sagen können, was passieren wird, können die folgenden Zitate, die direkt aus dem Koran stammen, einen Einblick geben. Wir, also Allah, machten den Sohn Mariens und seine Mutter zu einem Zeichen für die Menschheit und gaben ihnen Schutz auf einem friedlichen Hügel, der von einer lebendigen Quelle bewässert wurde. Apostel, esst von dem, was gesund ist, und tut gute Werke. Ich weiß von all euren Taten. Eure Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft, und ich bin euer einziger Herr, deshalb fürchtet mich. Doch die Menschen haben sich in Fraktionen aufgeteilt, von denen sich alle über ihre eigenen Lehren freuen. Lasst sie in ihrem Irrtum bis zu einer bestimmten Zeit zurück. Und der Frau, also Maria, die ihre Keuschheit bewahrte, hauchten wir, Allah, ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die ganze Menschheit. Ihr seid nur eine Gemeinschaft und ich bin euer einziger Herr. Deshalb dient mir. Die Menschen haben sich in Fraktionen aufgeteilt, aber zu uns werden sie alle zurückkehren. Interessant, diesen Text mal ein wenig zu analysieren. Komischerweise sagt der Gott der Bibel nicht ein einziges Mal auf all den Seiten, weder im Alten noch im Neuen Testament, dient mir. Nicht so. Er selber sagt es so nicht. Es wird den Menschen angeraten, ihm zu dienen. Und zum Beispiel Joshua sagt, ich glaube in Kapitel 24, also zum Abschluss des Buches Joshua, wenn ich mich nicht irre, das ist kurz bevor er stirbt, sagt er, ich und meine Familie, wir haben uns entschieden und wir dienen dem Herrn. Ja? Ich muss also eben aufschlagen, hier müsst ihr mir mal kurz vergeben, ich kann es nicht ändern. Ich muss da mal kurz die Schlachterbibel nachschauen. Da steht es, ich glaube, 24 war es, Entschuldigung. Kapitel 24 und dann Vers 14 oder so. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich, also Joshua, ich aber und mein Haus, also meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ja? Der Herr, der in der Bibel verschiedene Namen hat. Ich bin der, der ich bin, Jehova, Jahua, wie auch immer man ihn nennen will, ich nenne ihn derjenige, von dem er, der von sich selbst sagt, ich bin der, der ich bin. Das sagt Joshua hier. Aber dieser Gott der Bibel sagt in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal, dient mir. Schon gar nicht in der Befehlsform. Merkwürdig, er hat sogar, ne? Marsch in Joshua sogar noch offen gelassen gerade, ne? Bitte? Sogar auch, er hat sogar noch offen gelassen, dass die Menschen sogar auch, ihr könnt gerne den Göttern der Baalen nachlaufen, ne? Oder den Göttern der Amoriter oder sonst wem. Genau. Ne? Aber ich jedenfalls mit meinem Haus diene dem Herrn. Ne? Ja. Und es steht also auch komplett im Gegensatz zu dem, was wir gerade gelesen haben. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde. Mhm.
finde ich auch. Deswegen kann man auch schon mal sehen, dass der Gott der Bibel nicht der Gott sein kann, der hier im Koran zitiert wird. Ja? Der hier seine Anbetung im Grunde verlangt. Gott hat niemals Anbetung verlangt. Gott sagt nur, wenn ihr leben wollt, dann kommt zu mir und betet mich an. Also nach dem Motto, entweder wollt ihr ewig leben, dann dient ihr mir oder betet ihr mich an, oder ihr wollt das nicht, dann dient ihr mir nicht und betet ihr mir nicht an. Er lässt uns in der Hinsicht die Wahl. Jetzt sagen die Menschen von, ja, guck Jörg, da ist der freie Wille. Nee. Über den freien Willen kann ich euch sagen, ich bin hier ein Papier am Machen. Da bin ich hier im Augenblick bei Word auf 79 Seiten und da bin ich gerade mal ein Drittel in dem Papier durch, was ich machen will. Das heißt, das werden ungefähr 200 Seiten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, über den freien Willen. Ja, wir haben keinen freien Willen. Das wird dann mal deutlich. Aber diese Aussage, wie sie hier steht, deshalb dienen mir, kann nicht von dem Gott der Bibel kommen, der eine solche Aussage so niemals treffen würde. Ja? Er gibt den Leuten im Grunde die Wahl. Wenn du mir dienst, dann schenke ich dir das ewige Leben. Und wenn du mir nicht dienst, dann schenke ich dir eben die ewige Verdammnis. Wähle diesen Tag, wem du dienen willst. Gott oder dem Mammon, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel heißt. Ne? Man kann nicht zwei Herren dienen. Aber dieses Fordernde, deshalb dient mir, das sagt in der Bibel auch einer. Aber das ist nicht der Schöpfergott, das ist nicht Jesus Christus. Nein, in Lukas Kapitel 4, das ist wieder mal die Lieblingsstelle von Michael, schade, dass der heute nicht bei uns ist, um uns zu begleiten, der hätte sich jetzt in die Hände geklatscht und gesagt, und guck, da liest er wieder meine Lieblingsstelle. Lukas Kapitel 4 geht es um die Versuchung Jesu Christi. Und da sagt doch tatsächlich, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Also wer fordert hier Anbetung? Satan. Der Gott der Bibel fordert nicht ein einziges Mal in über 1000 Seiten der Bibel, welcher Größe man jetzt auch gerade gebraucht. Über 1000 Seiten haben sie, glaube ich, alle. Ja, fordert er Anbetung. Aber der Satan, der fordert Anbetung. Ist es dann nicht deutlich, von wem hier der Koran kommt? Amen. Ja, das finde ich auch, ja. Aber lasst uns fortfahren. Einheit durch Zeichen. Maria und ihr Sohn sind nicht nur ein Zeichen für die Menschheit. Der Koran legt auch großen Wert auf Zeichen. Hier sind einige Beispiele. Bedeutende Zeichen sind zu euch gekommen von eurem Herrn, Allah. Wer sie sieht, wird selbst viel zu gewinnen haben. Wer aber blind für sie ist, wird viel verlieren. Und sprich, gelobt sei Allah. Er wird euch seine Zeichen zeigen und ihr werdet sie erkennen. Das erinnert mich unglaublich an die Freimaurerei. Ne? Die Stunde des Untergangs rückt näher und der Mond hat sich gespalten. Deswegen zeigen sie auch immer einen Halbmond. Ne? Doch wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sich die Ungläubigen ab und sagen, dies ist Zauberei. Wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Regionen der Erde und in ihren eigenen Seelen zeigen, bis sie deutlich erkennen, dass dies, also der Koran, die Wahrheit ist. Wenn der Koran sagt, dass Maria ein Zeichen für die Menschheit ist, und eine wachsende Zahl von Muslimen unsere liebe Frau an marianischen Erscheinungsorten erlebt, ist es dann möglich, dass Zeichen einer zukünftigen Erscheinung die Muslime davon überzeugen werden, dass Maria als Zeichen der letzten Tage von Allah gesandt wurde? Ist es plausibel zu vermuten, dass die Königin des Himmels durch Zeichen und Wunder viele Muslime davon überzeugen könnte, Teil einer Weltreligion zu werden, die den Namen Christi enthält? Die Zeit wird's zeigen. Ich erinnere euch an das Haus des einen, wo ja nächstes Jahr im, hilf mir Max, Frühjahr, glaube ich, März oder so, ne? Oder Februar. Ja, der Countdown läuft. Die Grundsteinlegung geplant ist, ne? Das sind, glaube ich, so 100 Tage ungefähr. Wir haben es irgendwie aus überschlagen. Ich glaube, es war so April oder März, ne? Ja, ja, das spätestens, kommt ja auf uns zu. Da wird auch noch einiges auf uns zukommen in dem Sinne, ja.
Die Zukunft wird es zeigen oder die Zeit wird es zeigen. Maria, das treue Leitbild des Islam. Um den muslimischen Geist in Bezug auf Maria besser zu verstehen, hat die katholische Nachrichtenagentur Zenit, The World Seen from Rome, also Zenit, die Welt gesehen aus Rom heraus, den iranischen muslimischen Gelehrten und Theologen Sherazade Hushmand interviewt. Was folgt, ist ihre Frage-Antwort-Runde, die noch mehr Aufschluss darüber gibt, warum Muslime Maria verehren oder bewundern. Also, wir verstehen hier, eine römisch-katholische Nachrichtenagentur, ja, also eine Nachrichtenagentur aus der Kirche, die den Islam gegründet hat, interviewt den iranischen muslimischen Gelehrten, aus dass sie sich einen iranischen genommen haben, Anfang der 2000er Jahre, ist der Iran nicht so verteufelt als gehörende zur Achse des Bösen? Dieser Theologe des Mohammedanismus wurde hier interviewt. Also im Grunde sieht man ja schon, wie die sich beide gegenseitig in die Taschen spielen. Ne? Der Katholische interviewt einen Muslim. Also ja. Die sind... Kurzer Hinweis noch. Ja. Im Grunde genommen sind ja alle Nachrichtenagenturen heutzutage katholisch, wie wir aus Miranda Prosus und Intermirifica wissen. Ja. Wo wir ja wissen, dass eben die römisch-katholische Kirche ein Geburtsrecht auf alle Medien und entsprechend auch Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Internet und dergleichen hat. Ja, da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass eben, wenn wir über Nachrichten oder katholische Nachrichtenagenturen sprechen, dass also auch zwischen Anführungszeichen nicht katholische Nachrichtenagenturen im Grunde genommen der katholischen Kirche hörig sind. Guter Punkt. Also, schauen wir uns diese Frage-Antwort-Runde einmal an. Frage der römisch-katholischen Nachrichtenagentur Zenit. Von welcher Bedeutung ist die Figur der Maria für die Muslime? Da können wir auch mal ein Bild von der Maria hier mit reinnehmen. Dann wisst ihr, wer gemeint ist, die der Papst hier so küsst. Ne? Papst Johannes Paul II. Von welcher Bedeutung ist die Figur der Maria für die Muslime? Antwort. Sie ist sehr präsent im Koran, der sie besonders als unbefleckte Maria darstellt. In der dritten Sure, also das ist dann das dritte Buch, glaube ich, ne? Das ist ja der Koran. Kapitel, ist, ja. Kapitel? Ah ja, okay, der Koran ist also nur in Kapitel unterteilt, wogegen die Bibel in Bücher, Kapitel und Verse unterteilt ist, der Koran dann in Kapitel und Verse unterteilt. Also, in der dritten Sure, also im dritten Kapitel, beginnend mit Vers 34 und nachfolgenden, spricht der Koran über diesen Aspekt Mariens, über ihre völlige Reinheit. Das ist genau dasselbe, was die römisch-katholische Kirche predigt. Ne? Die unbefleckte Empfängnis. Nicht die unbefleckte Empfängnis, die Maria ihrem Sohn gewährt hat, sondern die unbefleckte Empfängnis, mit der sie selbst geboren wurde. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Maria wurde als Mensch komplett sündenfrei geboren. Das steht nicht in der Bibel. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Und hier übernimmt der Koran dasselbe, wenn er lehrt, dass Maria völlig rein ist. In einem der Verse, die über Maria erzählen, geht es um die Freiheit. Die Frau des Hemrams, die die Mutter Mariens ist, betet zu Gott und sagt: Gott, ich widme dir diejenige, die ich im Mutterleib habe, und ich übergebe sie dir, damit sie frei ist. Absolut frei ist. Dieses Wort wird nur einmal im Koran verwendet und nur für Maria. Diese Freiheit ist eine absolute Freiheit von allem, was als Sünde, Böse, Versagen, Schwäche angesehen werden könnte. Maria ist frei von all dem. Dann kommt Gottes Bestätigung: Ich akzeptiere sie. Das würde ich doch gerne mal in der Bibel so nachlesen. Aber wir haben ja die ersten 8 Sendungen vor dieser Buchlesung damit begonnen, das Heiligenlexikon durchzuarbeiten und das Papier von Hast eine Frage, ne, gotquestions.org, um zu zeigen, um zu bestätigen, ob die Marienerscheinungen jetzt von Gott sind oder nicht. Wir wissen, dass das nicht in der Bibel steht, das steht im Koran. Und wenn die Leute an den Koran anstatt die Bibel glauben, dann ist es nicht von, oh, das, was im Koran steht, das messe ich jetzt an der Bibel, das lese ich da mal nach. Das geht nämlich nicht.
Gottes Bestätigung, wie hier steht, ich akzeptiere sie, ist unbiblisch. Und wenn etwas unbiblisch ist, dann ist es nicht von Gott. Und wenn es dann doch von, zwischen Anführungszeichen, Gott kommt, dann ist es nicht der einzige Gott, der da ist, sondern einer, der sich dafür ausgibt. Und wer das ist, da muss ich ja jetzt wohl keine Erklärung mehr zu geben, oder? Nächste Frage. Glauben alle Anhänger des Islam daran? Huschmand antwortet, in Kapitel 66, dem letzten Vers, Vers 12, sagt der Koran, Zitat, willst du, dass ich dir ein treues Beispiel gebe, das für alle Gläubigen der Welt gilt? Ende Zitat. Dort wird Maria als Beispiel vorgeschlagen. Das ist sehr prägnant. Denn Maria ist nicht nur ein Beispiel und ein Symbol für Christen, sondern auch im Koran wird Maria zu einem Symbol und Vorbild für alle Gläubigen, auch für die Muslime selbst. Also er antwortet hier, dort wird Maria als Beispiel vorgeschlagen, das ist sehr prägnant, denn Maria ist nicht nur ein Beispiel und ein Symbol für Christen. Ja, hier ist doch schon mal wieder eine Lüge in der Aussage. Maria ist nicht nur ein Symbol und ein Beispiel für Katholiken, sondern auch im Koran wird Maria zu einem Symbol und Vorbild für alle Gläubigen, auch für Muslime selbst. Christen ist hier ein falsch gewähltes Wort. Es geht um Katholiken. Für Christen ist Maria lediglich die fleischliche Mutter Jesu Christi, die einige Jahre nach ihm gestorben ist und seitdem im Grab liegt und auf die Auferstehung wartet. Das ist Maria für Christen. Sie ist etwas anderes für Katholiken. Ich darf da auch nicht vergessen, jedes Mal wieder darauf hinzuweisen bei diesen Lesungen. Ja? Wenn in diesem Buch steht, wie in diesem Fall, in diesem Satz, Christen steht, dann sind nicht bibelgläubige, bibeltreue, Jesus folgende Christen gemeint, sondern dann sind Katholiken gemeint. Und Katholiken sind keine Christen, auch wenn sie es gerne wären. Dann müssten sie erstmal die Lehre und Dogma des Menschen aufgeben und zu Gott sich bekehren. Dann kann man sie als Christen akzeptieren. Vorher nicht. Maria ist nur ein Beispiel und ein Symbol für Christen. Christen haben keine Symbole. Römischer Katholizismus, der hat viele Symbole. Die ganzen Kirchen stehen voll damit. Die ganze Welt ist voll damit. Die ganze Welt hat Symbole. Aber Christus ist nicht von dieser Welt. Und ein wahrer, bibelgläubiger Christ hat keine Symbole. Und Maria ist auch kein Beispiel für einen Christen. Nein, ein Beispiel für einen Christen ist nur Jesus Christus. Er sagt es selber, denn einer ist euer Meister, der Christus und niemand anders. Wenn ich mir ein Beispiel an jemand anderem als Jesus Christus nehme, dann folge ich dem. Ich weiß aber, wem ich folge. Ich folge dem einzigen Schäfer, der mich auch kennt. Ja? Jesus Christus. Also, der ganze Satz ist unglaublich gefährlich und deswegen lese ich das Buch ja auch hier für euch, dass ihr es bitte richtig versteht, denn sonst liest man da ganz einfach drüber hinweg und sagt, oh, Maria ist ein Beispiel und Symbol für Christen, ja, okay. Nee, ein Christ hat kein Beispiel, keine Beispielfigur, der erfolgt, außer Jesus, und ein Christ hat auch keine Symbole. Also kann es sich hier nicht um einen Christen handeln, sondern muss es sich aus dem Kontext heraus analysiert, faktisch dargestellt und biblisch bewiesen, kann es sich hier nicht um Christen, sondern nur um Heiden handeln. Ob diese Heiden jetzt katholisch heißen oder anders, spielt dabei im Grunde gar keine Rolle. Ja, da offenbart sich doch von dem lieben Huschmand hier auch, dass er im Grunde genommen durch und durch katholisch ist im Grunde, ne? Und da kann man ja nur dankbar für sein, dass wir jetzt hier also eindeutig erkennen, dass also... Okay, Molly ist hier gerade vom Kratzbaum gefallen. ja, das auch, Leben, ja, geht weiter auch neben der Aufnahme, ja. Ja, genau. so, wo war ich jetzt? Achso, der kann man nur dankbar für sein, weil im Grunde sieht man hier, dass hier ein hoch angesehener Theologe, ja, das dürfen wir nicht vergessen, aus dem Islam, mhm, hier offenbart, dass er im Grunde genommen ja dieselbe Doktrin innehat wie die römisch-katholische Kirche. Ja, also der Islam geht hier ganz offen Hand in Hand mit dem Islam. Ja, das ist doch ein, denke ich, wichtigen Punkt, den wir daraus ziehen können, wo wir mal eben auch ja, uns dessen bewusst sein sollten. Das ist ja deswegen auch ein sehr wichtiger Punkt, Max, weil es natürlich solche Übereinstimmungen
der Kirche, der römisch-katholischen auf der einen und der muslimischen auf der anderen Seite erleichtert, eben in dieser einen Weltreligion zusammenzukommen. Nur noch über das zu sprechen, was uns miteinander verbindet und nicht über das zu sprechen, was uns trennt. Ne? Also, der Maria ist nur ein Beispiel und ein Symbol für Christen, sondern auch im Koran wird sie als Symbol und Vorbild genommen. Also, mit anderen Worten, schaut mal, was der Islam, was die Mohammedaner mit dem römischen Katholizismus gemeinsam haben. Und jetzt sollte sich besser kein Mohammedaner trauen, in der Kommentarsektion schreiben von Jörg, das stimmt nicht. Es steht hier schwarz auf weiß aus einem Interview aus dem Zenit, also die römisch-katholische Zeitschrift. Und da hier eine Fußnote unten dran ist, ist die Quelle dieses Interviews im Buch verlinkt. Dann schaut euch das bitte an. Meine lieben Brüder und Schwestern, begreift es bitte, was wir hier machen, sind keine Verschwörungstheorien. Wir versuchen nicht, den Mohammedanismus oder den Islam, wie er im Allgemeinen genannt wird, an die römisch-katholische Kirche zu linken, weil uns das gut in den Kram passen würde. Sondern wir zeigen euch die Fakten auf, an denen man gemessen das sehen kann. In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn also ein muslimischer oder mohammedanischer Theologe, also ein Gottesforscher, nennen wir das mal, hier bestätigt, dass wie Maria in der römisch-katholischen Kirche beschaut wird, genauso beschaut wird durch den Koran, also das ist dann das grundlegende Moralbuch der Islamisten oder der Mohammedaner, wenn der das bestätigt, dass das da genauso ist wie in der römisch-katholischen Kirche, jetzt hätte ich beinahe Bibel gesagt, wie in der römisch-katholischen Kirche, dann ist das ein Fakt. Und das könnt ihr nicht verneinen. Nun seid ihr vielleicht Mohammedaner und ihr seid nicht damit einverstanden, was er sagt. Akkord, habe ich kein Problem mit. Dann seid ihr aber nicht mit einverstanden mit dem, was im Koran und was im Mohammedanismus gelehrt wird. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann seid ihr, was der Koran nennt, Infidels, Ungläubige, Heiden, wie wir Christen das nennen. Dann seid ihr heidnisch dem Glauben des Koran gegenüber. Da müsst ihr euch mit abfinden. Und das ist nicht ich, der das urteilt, oder Max, der das urteilt, oder die Autoren hier, die das urteilen, die drei, Tetlov, Oakland und Myers, sondern das ist dieser mohammedanische Kirchengelehrte, wollen wir ihn mal nennen, Huschmand, der das aus dem Koran hier selber sagt und bestätigt. Es geht uns nicht darum, Katholiken von irgendetwas anzuklagen. Es geht uns auch nicht darum, Mohammedaner von irgendetwas anzuklagen. Oder es geht uns auch nicht darum, Katholiken und Mohammedaner in dieselbe Schublade zu stecken. Nein, aber wie man hier liest, springen die beiden freiwillig in dieselbe Schublade und ziehen dann noch den Deckel zu, Licht aus und vorbei. Im Dunkeln ist gut munkeln. Soll jetzt keine Witzshow sein, aber ist doch wahr. Denn Maria ist nicht nur ein Beispiel und ein Symbol für Katholiken, sondern auch im Koran wird Maria zu einem Symbol und Vorbild, also Beispiel, für alle Gläubigen und damit eben auch für die Muslimen, die Mohammedaner selber. So, und wenn du damit nicht einverstanden bist, ja prima, dann entsage dem Mohammedanismus, entsage dem Islam, wenn du da nicht mit einverstanden bist. Bekehre dich zu Jesus Christus. Nimm eine Bibel in die Hand. Am liebsten die Schlachter 2000. Oder noch besser, wenn du Englisch kannst, die autorisierte Version von 1611 der König Jakobus Bibel. King James. Ja? Und lies die. Und arbeite an deiner persönlichen Beziehung zu deinem persönlichen Erlöser, Jesus Christus. Und sehe, dass du hier in dieser Welt von sogenannten Kirchen, von sogenannten Theologen, von sogenannten Professoren nur belogen und betrogen wirst. Erkenne das. Entweder bist du einverstanden damit, was er hier sagt, du identifizierst dich damit, oder aber nicht. Aber da musst du auch die Konsequenzen davon tragen, und zwar sowohl die positiven als auch die negativen. Es geht nicht anders. Man muss, wie es so schön heißt, Farbe bekennen.
Weiß oder schwarz? Wahrheit oder Lüge? Was wählst du? Muslime und Katholiken. Der Koran deutet immer wieder darauf hin, dass Allah die Bibel inspiriert hat. Sag mal, wie oft muss ich jetzt noch die Bibel zitieren hier? Der Koran deutet immer wieder darauf hin, dass Allah die Bibel inspiriert hat. Was sagt die Bibel darüber, wer die Bibel inspiriert hat? Max, könntest du vielleicht in der Zwischenzeit mir eben mal den Gefallen tun, diesen einen Satz, dieses einen Bibelvers rauszusuchen? Die Bibel wurde geschrieben von Männern, die inspiriert waren vom Heiligen Geist. Ja? Vielleicht findest du mit englischen Schlagwörtern schneller und kannst das dann in der Schlacht heraussuchen, aber tu mir den Gefallen und such das mal eben online, da kann ich hier weiterlesen. Der Koran deutet immer wieder darauf hin, dass Allah die Bibel inspiriert hat. Lüge! Das kann der Koran ja tun, er kann das schreiben, aber es ist nicht wahr. Obwohl der Koran es nicht lehrt, behaupten viele Muslime, dass sowohl Juden als auch Christen die Schrift inzwischen verdorben haben. Dennoch schätzt der Islam die Bibel. Es ist auch interessant festzustellen, dass sowohl der Islam als auch die römisch-katholische Kirche glauben, dass Allah und der Gott der Bibel identisch sind. Aus dem katholischen Katechismus lesen wir, Zitat, der Erlösungsplan umfasst auch diejenigen, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen, die Muslime sind. Diese bekennen sich, den Glauben an Abraham zu halten und verehren gemeinsam mit uns den einen barmherzigen Gott, den Richter der Menschheit am letzten Tag. Wie werden die Muslime... Ja? Das war bestimmt 2. Petrus 1, 21, das du meintest, ne? Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, das ist einer der Sätze, aber es gibt noch einen anderen, in dem da irgendwie drin steht. Ich glaube, das ist in Apostelgeschichte. Ich weiß, ich kann mich jetzt auch irren. Ja, warte mal eben. Es gibt noch einen anderen Ding, da steht drin, dass jedes Wort der Schrift ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Männer eingegeben durch den Heiligen Geist haben das Wort geschrieben, so steht das da ungefähr drin. Ich komme jetzt nicht auf den genauen Wortlaut, sonst könnte ich es ja sagen. Und ich bin nicht gut mit mir Buch, Kapitel und Vers zu merken, aber das steht da so drin. Kannst du ja vielleicht noch mal weiter nachschauen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, da ging es ja um Prophezeiungen. Mir geht es darum, wer die Bibel geschrieben hat und wer inspiriert war, die Bibel zu schreiben. Und der Koran deutet immer wieder darauf hin, dass Allah die Bibel inspiriert hat. Allah ist nicht der Gott der Bibel. Ja? Da können Sie hier im römischen Katechismus das tausendmal so schreiben, das ist nicht wahr. Ja? Der Erlösungsplan umfasst auch diejenigen, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen, die Muslime sind. Nein, der Erlösungsplan umfasst nur diejenigen, die Jesus Christus als ihren Erretter erkennen und die Jesus Christus akzeptieren als den einzigen wahren Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand anders. Ja? Da kann ich tausendmal Gott den Vater bekennen. Das rettet mich nicht. Wenn ich den Sohn nicht habe, habe ich den Vater nicht. Und wenn ich den Vater nicht habe, habe ich den Sohn nicht. Hier wird aber im Katechismus nicht von Vater und Sohn gesprochen. Hier wird von dem barmherzigen Gott, den Richter der Menschen am letzten Tag, gesprochen. Das ist nicht dasselbe. Leute, das ist ganz, ganz fiese Haarspalterei, das die betreiben. Das ist Sophistik und Kasuistik auf allerhöchstem Niveau. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist der Erlösungsplan. Und ein Muslime, der Allah folgt und dem Koran folgt, folgt nicht dem Weg, Jesus Christus. Das muss doch deutlich sein hier. Entschuldigung. Das muss doch deutlich sein. Mir kommt langsam die Galle hoch, wenn ich diese Dinge lese. Und ich verstehe nicht, wie Leute solche Bücher lesen können und es nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie Leute die Bibel lesen können und so etwas nicht verstehen können. Hier wird das Heilige mit dem Unheiligen gemischt. Der Erlösungsplan umfasst auch diejenigen, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen, die Muslime sind. Nein!
weil die Muslime Jesus Christus nicht akzeptieren, weil die Muslime nicht akzeptieren, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, weil die Muslime nicht akzeptieren, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, weil die Muslime nicht akzeptieren, dass Jesus Christus nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, weil die Muslime nicht akzeptieren, dass am Tag der Auferstehung danach das Gericht kommt. Das ist biblisch und nicht koranisch. Das verstehen die nicht, das glauben die nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt, glaube ich, in der ganzen Bibel keinen wichtigeren Satz als diesen. Den muss man sich halt mal einprägen. Aber wenn man dann sowas liest, wie es hier steht, der Erlösungsplan umfasst auch diejenigen, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen, die Muslime sind, dann weiß man, dass das direkt nicht die biblische Wahrheit ist. Bist du fündig geworden, Max? Nee, jetzt nicht so mit dem direkten Wortlaut. Nee. Ich habe große, große Suche. Also ich bin da ja auch nicht so bewandert. Ich suche ja dann auch selber immer nochmal raus. Ne? Aber es ist ja jetzt auch jedem Zuhörer selber nochmal überlassen, da eine Bibelstudie entsprechend selbst nochmal zu starten diesbezüglich. Also ich stimme dir dazu. Da gibt es einen entsprechenden Satz, wie du ihn auch ähnlich genannt hast, wo es deutlich daraus hervorgeht. Es müsste auch wirklich in Apostelgeschichte sein. Ich habe es jetzt aber gerade nicht gefunden. Deshalb, ja. Ja, mal eben, ich gebe mal solche komischen Zufälle ein. Hier 2 Peter 1,21, das hattest du ja gesagt, ne? Ja, das bezieht sich auch eher auf Weissagungen, das stimmt, ja. 12 Bibelverse über Inspiration, vielleicht finden wir es hier zwischen. Hier steht nämlich Apostelgeschichte 1,16 mit bei. Ach, das kann ich nicht lesen, wie diese blöden Cookies hier. Akts 28. Amos, nee, Korinther, Maika, nee, Acts, nee, Ezekiel, nee, nee, das ist auch nicht. Ich will das jetzt aber wirklich wissen, ne? Live-Video oder nicht, ich will das jetzt wissen. Da muss ich mal einen anderen Text eingeben hier, weil das war es nicht. The word was written by men led by the Holy Spirit. Komm, ey, ich will immer auf 2 Peter 1,21. All Scripture is given. Hier ist es das nicht? Ist das nicht Apostelgeschichte 1 direkt am Anfang? Warte mal. Apostelgeschichte. No prophecy. Es geht hier immer um die Prophezeiung. Ja. David, der merkt das hier vor. The scripture had to be fulfilled with the Holy Spirit spoke by the mouth of David. David was the only one who have seen Luke. Obviously, the angel and the prophets only have since the world began. Knowing this first, these things I have spoken. Kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht finde. Die große Idee des heutigen Tages, alle Schrift wurde geschrieben von Gott, geschrieben, also authored by God. Ja, wie kann man das jetzt am besten übersetzen? Written ist nicht by men, as they were led by the Holy Spirit. Also das ist der Punkt, ja, ne? Ja, also ja. Die Bibel wurde, sage ich jetzt mal, oder die Worte wurden gegeben an Männer, die sie dann niedergeschrieben haben, die durch den Heiligen Geist geleitet wurden. Da steht es auch in der Bibel, aber ich komme jetzt nicht auf diesen einen Vers, ja. Die gebrauchen dann ja auch noch viele korrupte Bibeln, das kommt dann noch zu. Hier hast du zum Beispiel die NIV, das ist ja natürlich nicht die König James, kann man ja daraus dann suchen. Aber All Scripture, ja, das, so fängt das doch an. All Scripture ist, warte mal eben. All Scripture ist. Gehen wir zu NKJV, macht mir nichts aus. 2. Timotheus,
Da ist es 2. Timotheus 3,16, dann gehen wir mal in die Schlachterbibel. Und dann 2. Timotheus, der müsste ja hier unten irgendwo sein. Titus, Philemon, Timotheus, hier 2. Timotheus, ja. Habe ich gesagt, 3,16, ne? Das hat jetzt gedauert, ja, genau. Das ist der, den ich meinte. Alle Schrift, hier steht's doch. Das ist genau der Satz, den ich die ganze Zeit meinte. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Das ist auch noch nicht genau der Satz, den ich meinte. Ich meinte noch einen anderen. Aber der macht es schon mal ziemlich deutlich hier, ne? Also ist von Gott eingegeben und eben nicht von Allah. Und wer behauptet, dass Allah und der Gott der Bibel derselbe sind, der hat im Grunde auch nichts begriffen. Das ist wieder eine andere Sache. Also wir wollten ja jetzt auch eine Buchlesung machen und da nicht zu viel drauf eingehen. Wir werden den Vers vielleicht nächstes Mal nachreichen, dann habe ich ihn sicher gefunden. Ich habe jetzt auch keine Lust, eine halbe Stunde im Internet darüber nachzusuchen, bis wir das endlich gefunden haben. Ich wollte in dem Buch gerne nochmal weitergehen. Aber wir verstehen, dass die Bibel geschrieben wurde, physisch von Menschen, die einen Stift in der Hand halten und der Stift bewegt sich auf einem Papier und wie er sich bewegt, das ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Das ist genau der Punkt, den ich meinte, den ich machen wollte und dann gehen wir jetzt mal weiter in dieser Lesung. Also, der Erlösungsplan umfasst auch diejenigen, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen, die Muslime sind. Diese bekennen sich, den Glauben an Abraham zu halten, verehren gemeinsam mit uns den einen barmherzigen Gott, den Richter der Menschheit am letzten Tag. Das ist Quatsch, das ist Katechismus, schmeißt es in den Müll, wo es reingehört. Der Autor fährt dann fort und fragt, wie werden die Muslime in diesen Erlösungsplan einbezogen? Konnten die Erscheinungen oder könnten die Erscheinungen, die zahlreiche Zeichen und Wunder vollbringen, Katholiken und Muslime, die denselben Gott anbeten, beeinflussen? Könnten sie sich auf dieser Grundlage zusammenschließen? Man muss eben den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, nicht wahr? Da geht's drum. Einblicke des einflussreichen verstorbenen katholischen Priesters Pater Malachi Martin, der übrigens selbst ein Jesuit war, in seinem meistverkauften Buch The Keys of This Blood, also die Schlüssel zu diesem Blut, können helfen, diese Fragen zu beantworten. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Buch, das ich selbst zwar nie gelesen habe, das ich aber aufgrund von Empfehlungen, die ich von anderen Christen bekommen habe, sehr warm empfehlen kann, um zu lesen, aber da muss man sehr gut vertraut sein mit der jesuitischen Kasuistik und Sophistik. Wenn man davon keine Ahnung hat, dann sollte man dieses Buch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Aus dem Buch The Keys of This Blood lesen wir, Zitat, bei der Abwägung der Zukunft des Islam berücksichtigt Papst Paulus, dass er als wahrhaft religiöser Glaube bestimmte Grundwahrheiten bewahrt, die der Heilige Geist allen Menschen guten Willens offenbart. Und dass der Islam in der Vorsehung Gottes eine Schwelle sein kann, ab der seine Anhänger bereit sein können, die einzige historische Offenbarung Gottes in dieser Welt zu akzeptieren. Es wird ein Tag kommen, glaubt Antichrist Johannes Paul II., an dem das Herz des Islam bereits auf die Gestalten Christi und der Mutter Christi Maria abgestimmt, die nötige Erleuchtung erhält. In der Zwischenzeit weiß der Antichrist, dass der Islam gegen ihn und seine Kirche und seine geopolitische Vision stehen wird. Ende Zitat. Maria, Königin der Muslime. Der verstorbene Erzbischof Fulton Sheen, und übrigens für diejenigen, die es immer wissen wollten, aber sich nie getraut haben zu fragen, Fulton Sheen ist der Namensgeber von dem Schauspieler Martin Sheen. Den kennt ihr, ne? Martin Sheen ist der Vater von, wie heißt der Junge wieder, der die Rolle hatte da in Sind Sie Two and a Half Men oder was? Ja, genau. Wie heißt komische der? Das ist doch der Sohn von Martin Sheen, der heißt, der hat doch $300.000 pro Folge damals bekommen. Ja, ich komme jetzt auch nicht auf den Vornamen gerade, Sheen auf jeden Fall. Ja, der hat auch gespielt in The Color of Money, ja, die Farbe des Geldes.
Der ist ja eigentlich berühmter als sein Vater, fast schon. Also jedenfalls, die haben noch ein Mitglied in der Familie, der heißt Emilio Estevez. Und der Estevez, der hat seinen Namen nicht geändert. Aber der Martin Sheen und der andere, auf dessen Namen wir jetzt gerade eben nicht kommen, das kann Max ja vielleicht in der Zwischenzeit eben mal googeln, dann kommt er da gleich drauf, dann schlagen wir uns mit der Hand auf die Stirn, ah ja, natürlich. Die haben ihren Namen geändert von Estevez in Sheen. Zu Charlie Ehren. War's. Bitte? Charlie. Was? Charlie Sheen. Charlie, danke. Charlie Sheen. Die haben ihren Namen geändert zu Ehren des Erzbischofs Fulton Sheen, der ein Jesuit war. Ja? Deswegen haben die ihren Namen von Estevez verändert in Sheen. Klingt ja auch viel besser in den Vereinigten Staaten von Amerika, ne? Aber der Emilio Estevez, das ist der jüngere Bruder von den Charlie Sheen, der hat den Namen Estevez beibehalten. Und Charlie Sheen und Martin Sheen haben halt ihren Namen geändert aufgrund von Erzbischof Fulton Sheen. Die haben da eine ganz enge Beziehung zu. Da könnt ihr ja mal eure eigene Nachforschung drüber anwenden oder angehen. Der verstorbene Erzbischof Fulton Sheen jedenfalls, der durch seine Fernsehserie Millionen von Zuschauern erreichte, unter anderem die Familie Estevez also, glaubte, dass es Maria sein würde, die die Muslime dazu bringen würde, zum Christentum zu konvertieren, also das ist dann natürlich Katholizismus, ne? Und sich unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. In Fulton Sheens Buch The World's First Love, Mary, Mother of God, also der welterste Liebe, Maria, die Mutter Gottes, kommt er zu einigen überraschenden Schlussfolgerungen über die Zukunft des Islam. In seinem Kapitel Maria und die Moslems schreibt Sheen, Zitat, in der heutigen Zeit wird der Hass der muslimischen Länder gegen den Westen zu einem Hass gegen das Christentum selbst. Obwohl die Staatsmänner dies noch nicht berücksichtigt haben, besteht nach wie vor die große Gefahr, dass die zeitliche Macht des Islam zurückkehrt und damit die Gefahr, dass er einen Westen abschüttelt, der aufgehört hat, Christ zu sein und sich als große antichristliche Weltmacht behauptet. Es ist jedoch unser fester Glaube, dass die Ängste, die manche vor den Muslimen hegen, nicht realisiert werden sollen, sondern dass der Islam stattdessen schließlich zum Christentum konvertiert wird. Und zwar in einer Weise, die selbst einige unserer Missionare nie vermuten würden. Wir glauben, dass dies nicht durch die direkte Lehre des Christentums, sondern durch die Berufung der Muslime zur Verehrung der Mutter Gottes geschehen wird. Die Missionare werden in Zukunft immer mehr dafür sorgen, dass ihr Apostolat unter den Muslimen in dem Maße erfolgreich sein wird, wie sie unsere Mutter von Fatima predigen. So, jetzt könnten wir uns natürlich die Mühe machen, den ganzen Absatz nochmal so lesen, wie er eigentlich verstanden und gelesen werden sollte. Ja, in der heutigen Zeit wird der Hass der muslimischen Länder gegen den Westen zu einem Hass gegen das Christentum selbst, heißt natürlich gegen den Katholizismus selbst. Ja. Aber da der Katholizismus so schlau ist, nicht als das aufzutreten, was er wirklich ist, sondern sich als Christentum auszugeben, hassen die Islamisten oder die Islamen oder die Mohammedaner natürlich das wahre Christentum. Weil sie hassen denjenigen, der sich dafür ausgibt. Die schauen nicht weiter. Die kennen den Unterschied nicht zwischen römisch-katholischer Kirche und Bibellehre. Für die ist alles Christ, wo Bibel draufsteht. Das ist das große Problem. Auf der römisch-katholischen Kirche steht überhaupt kein Bibel drauf. Und dass die Muslimen den Westen hassen, da wurde natürlich am Anfang dieses Jahrtausends gut für gesorgt. Unter anderem mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Das war ja wohl, um endgültig Hass zwischen diesen zwei Gemeinschaften, nämlich der muslimischen und der westlichen Welt, zu schüren. Nicht wahr? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass hinter 9-11 was anderes steckt als etwas über 30 Camel-Jockeys da, die da anscheinend mit zwei Flugzeugen in zwei Türme geflogen sind. Ne? Obwohl die Staatsmänner dies noch nicht berücksichtigt haben,
Doch, das haben sie. Deswegen leiten sie diese ganze Agenda, aber aus dem Hintergrund und nicht offiziell, besteht nach wie vor die große Gefahr, dass die zeitliche, also die weltliche Macht des Islam zurückkehrt, also damit die Macht über Staaten, ja, und damit die Gefahr, dass er einen Westen abschüttelt, der aufgehört hat, Christ zu sein. Der Westen ist noch nie christlich gewesen, weil er ist katholisch gewesen und sich als große antichristliche Weltmacht behauptet. Der Islam kann sich also als antichristliche Weltmacht nur dann behaupten, wenn er von dem Antichristen selbst in der Arbeit unterstützt wird. Und der Antichrist ist nun mal das Papsttum der römisch-katholischen Kirche. Wenn man das weiß und wenn man weiß, dass dieses Antichristentum den Islam kontrolliert, dann kann er natürlich auch nach außen hin den Islam als antichristliche Weltmacht scheinen lassen. Leute, es ist alles nur Lug und Betrug. Studiert eure Bibel und lasst von dieser Welt los und begreift, dass nur der Antichrist, der große Meister der römisch-katholischen Kirche, nenne ich es jetzt mal eben, nur mit seinen Betrügereien dafür sorgt, dass ihr einen anderen Feind denkt zu haben, als den, den ihr wirklich habt. Die römisch-katholische Kirche deutet auf den und auf den und auf den und auf den und auf den als Feind. Klimaerwärmung, Mohammedanismus, Terrorismus und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Feinde, die angedeutet werden, die wir angeblich haben. Aber all diese Feinde werden gefüttert von dem einzigen Feind, den die ganze Welt und damit die ganze Menschheit wirklich hat. Der Teufel. Der ist unser Feind. Und der Stellvertreter des Teufels sitzt in Rom, trägt meistens ein weißes Kleid und rote Schuhe und einen großen Fischhut auf dem Kopf. Das ist der Stellvertreter des Satans auf dieser Erde. Und er ist der Feind. Aber der gibt es natürlich als Feind nicht zu erkennen. Nein, aber er steuert all die anderen Feinde, die er euch vorschüsselt und sagt, der ist der Feind, der ist der Feind, der ist der Feind. Und dann geht ihr von einem zum anderen und ihr seid so desillusioniert, dass ihr gar nichts mehr versteht. Und auf diese Art und Weise erfüllen sich Worte, wie zum Beispiel die, die Albert Pike 1871 in seinem Brief an Mazzini gebraucht hat, indem er sagte, dass die Leute desillusioniert vom Christentum sein werden, weil sie eben Katholizismus und Christentum verwechseln und deswegen leicht Beute sind, um den luziferianischen Eid zu schwören, den man schwören muss, um in die neue Weltordnung zu kommen, so wie es David Spengler, der Chef der, des planetarischen UNESCO-Programms in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits gesagt hat. So, boah, das ist eine Erklärung von diesem Vers, wa? Von diesem kleinen Absatz. Es ist jedoch unser fester Glaube, dass die Ängste, die von manchen, die manche vor den Muslimen hegen, nicht realisiert werden sollen, sondern dass der Islam stattdessen schließlich zum Christentum konvertiert wird. Also zum Katholizismus konvertiert wird. Also das Haus des Einen, das wir bereits erwähnt haben, fängt an, seine Wirkung zu machen. Das Haus des Einen ist eine Anbetungsstätte für Juden, Mohammedaner und Katholiken, sogenannte Christen. Drei Religionen, ein Dach, unter einem Dach. Nehmen wir jetzt die Juden mal eben raus, die brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit, um dazu zu kommen. Haste, Katholizismus und Mohammedaner unter einem Dach. Und genau das ist der Punkt, dass der Islam zum Christentum konvertiert. Wenn der Islam merkt, dass er so viel Dinge gleich hat mit dem Katholizismus, aufgrund, wie wir gerade vorher gelesen hatten, der Stellungnahme aus dem römischen Katechismus, wo ja Maria als Beispiel und Symbol dient, sowohl im Katechismus der Katholiken als auch im Koran, dann haben wir ja schon mal einen gemeinsamen Nenner. Und dann ist es für den Islam ja auch nicht weiter schwer, nachher zum Katholizismus überzutreten. Ja? Was haben sie noch gemeinsam? Schauen wir uns doch mal die Inquisition der römisch-katholischen Kirche an und schauen wir uns doch mal die Verfolgung der Nichtgläubigen von den Mohammedanern an. Ist auch nicht viel anders, ne? Konvertiere oder stirb, nicht wahr? Ist bei denen auch nicht viel anders. Haben sie noch einen Nenner gemeinsam. Und je mehr gemeinsame Nenner sie finden, desto leichter wird es sein, für die eine Religion unter die Fittiche der anderen Religion zu schlüpfen. Und genau das steht hier in dem Buch von Malachi Martin. Wir glauben, dass dies nicht durch die direkte Lehre des Katholizismus, sondern durch die Berufung der Mohammedaner zur Verehrung der Mutter Gottes geschehen wird. Also, es ist gar nicht mal, dass der Katholizismus denen irgendwas sagen kann, aber weil die sowieso schon an diese Maria-Erscheinungen glauben,
lassen wir das eben diesen Erscheinungen über, um dafür zu sorgen, dass die Mohammedaner zum Katholizismus bekehrt werden. Die Missionare, die sogenannten, die aus der römisch-katholischen Kirche ausziehen und probieren, die Leute zu überzeugen, dass die römisch-katholische Kirche die einzig selig machende wahre Kirche Jesu Christi ist, die Missionare werden in Zukunft immer mehr dafür sorgen, als sie es bis jetzt schon tun, dass ihr Apostolat unter den Muslimen in dem Maße erfolgreich sein wird, wie sie unsere Mutter von Fatima predigen. Also mit anderen Worten, wir steuern die Erscheinung, die etwas sagt, und geben dann auf dieser Welt Menschen, die wir in die Welt hinausschicken, die Instrumente, um dafür zu sorgen, dass das, was die von uns gesteuerte Erscheinung gesagt hat, dann auch gepredigt und durchgesetzt wird. Ha, das ist doch mal ein toller Plan. Louis de Montfort wird von vielen als der größte marianische Evangelist aller Zeiten angesehen. Montfort wurde 1947 von der katholischen Kirche heilig gesprochen und machte die folgenden Vorhersagen der letzten Tage. Die Macht Mariens über alle Teufel wird in der letzten Zeit besonders herausragend sein. Sie wird das Königreich Christi über die Götzendiener und Moslems ausdehnen und es wird eine glorreiche Zeit kommen, in der Maria Herrscherin und Königin der menschlichen Herzen sein wird. Na also, das ist doch mal ein wichtiger Satz. Sie wird das Königreich Christi über Götzendiener und Moslems ausdehnen. Das ist doch mal gut zu verstehen hier. Ja? Der Louis de Montfort hat das gesagt. Er sagt, Maria wird dafür sorgen, das Königreich Christi, das wir hier natürlich verstehen müssen als das Königreich Satans, weil es geht um den römischen Katholizismus, es geht nicht um das Königreich Christi, es geht um das Königreich des Teufels, wie vorhin in Lukas Kapitel 4 kurz besprochen, über die Götzendiener und Moslems auszudehnen. Wer sind denn Götzendiener? Das sind alle Katholiken und das sind Moslems, die genauso einer Götze dienen. Und wenn ihr das bezweifelt, ja, dann schaut den Abspann dieses Videos gleich, da wird es nochmal gezeigt, wie sie das tun werden. Die katholische Heilige Maria von Agreda, eine Visionärin, die im 17. Jahrhundert zahlreiche Botschaften von der Erscheinung Mariens erhielt, schrieb den großen Klassiker mit dem Titel Mystical City of God, also die mystische Stadt von Gott. Ihre empfangenen marianischen Botschaften und ihr monumentales Buch haben die volle Zustimmung der römisch-katholischen Kirche gefunden. Die heilige Maria von Agreda vermittelte, was ihr über die letzten Zeiten erzählt wurde. Da lasse ich euch ein wenig drauf brüten, das könnt ihr dann nächstes Mal lesen, weil hier werden wir nächstes Mal unsere Lesung fortsetzen. Jetzt nicht mehr, wir werden dann diesen Absatz hier auch gleich nochmal lesen, weil ich muss dann nochmal ein wenig reingehen in diese Maria von Agreda, werde da vielleicht noch ein etwas extra Informationen zu raussuchen. Ich hatte diese Woche ja keine Zeit, diese Lesung vorzubereiten. Vielleicht habe ich das dann hoffentlich nächstes Mal. Dann fahren wir hier fort, aber wir sind inzwischen bei einer guten Stunde angekommen. Und ich möchte das Video nicht zu lange machen, weil es war sehr vollgepackt mit Informationen und mit Warnungen, die Sophistik und Kasuistik der Jesuiten hierin zu erkennen und zu erkennen, was im Koran steht, nicht in der Bibel steht. Und das, was in der Bibel steht, nicht das ist, was im römischen Katholizismus steht. Das sind ein paar Aussagen, mit denen ich mich von euch für die heutige Lesung bereits verabschieden möchte. Aber ich möchte dann natürlich eben noch das abschließende Wort meinem Bruder Max lassen. Ja, das war eine fruchtbare Lesung, wie ich finde, denke ich. Da hast du doch auch ziemlich nochmal gut erläutert, auf was es eben ankommt. Ne? Und dass wir eben auch vor allem mit der Bibel geschützt sind, uns diesen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal böse Mächte oder bösen Mächten entgegenzustellen. Es ist ja wirklich auch schwierig bei dieser ganzen Falschlehre und da muss man sicherlich auch Futurismus und Präterismus erwähnen, den die römisch-katholische Kirche ja schon seit Zeiten predigt. Ist es sicherlich schwierig, sich nicht eben von solchen Falschlehren verführen zu lassen. Ne? Und also mir fällt das gerade auch sehr häufig auf, dass viele Menschen, die halt wirklich also dem Wort Gottes sehr zugewandt sich verhalten,
eben dann wirklich einer großen Falschlehre aufgesessen sind. Und nehmen sie eben meinen, dass dass sie eben dem Futurismus zum Beispiel anhängen und eben meinen, da wird noch ein großer Antichrist irgendwie in Jerusalem auftauchen oder dieser oder jener ist Antichrist oder Esau war Antichrist oder Präterismus, Futurismus, alles vertreten. Der Islam ist der Antichrist, da ist ja so ziemlich alles dabei. Und übersehen dann die große Tatsache, dass der Antichrist schon längst da ist und sein Ziel erreicht und erreicht hat, nämlich die Menschen mit einem weißen Gewand aus Licht zu täuschen. Ja, und das sieht ja alles so toll und wunderbar aus, was die römisch-katholische Kirche vertritt. Aber inwendig ist es der Geist Satans, der da herrscht. Und ja, ich denke, das hast du heute ganz wunderbar aufgezeigt, dass es eben Satan ist, der aus Rom hervorgeht. Der Satan ist, der im Grunde genommen den Papst leitet. Und der verschiedene Dinge gebraucht, um eben seine Agenda zu pushen. Und gut, das Buch hat natürlich den Titel Königin, eine für alle für eine Königin des Himmels. Und damit ist natürlich Maria gemeint. Das Buch hat natürlich den Titel und zielt darauf ab, dass wir also aufzeigen, dass durch die Erscheinung Mariens eben, dass das also auch nur ein Werkzeug Satans ist, was gebraucht wird, um die ganzen falschen Religionen ja, wieder zusammenzuziehen. Und interessanterweise haben diese falschen Religionen, die alle zusammengezogen werden sollen, eigentlich den gleichen Ursprung, denn sie stammen eigentlich alle von Satan ab, der sie halt gebraucht hat, sie aufzuteilen und entsprechend seiner Agenda auszuweiten, nur um sie jetzt wieder zu vereinen. Und also ich denke, gerade an solchen Erläuterungen und Zusammenfassungen wird doch deutlich, dass wir wirklich in den letzten Tagen leben. Ich meine, die letzten Tage sind schon seit 2000 Jahren, seitdem Jesus Christus hier war, aber es sind meines Erachtens nach dunkle Zeiten und ich kann gar nicht mehr als nur darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, wie in Epheser 6 geschrieben steht. Ein wunderbares Kapitel, das ich nur jedem anraten kann, sich durchzulesen. Denn mit diesen Waffenrüstungen sind wir tatsächlich vor diesen ganzen Verblendungen, Täuschungen, Masken, Dogmen und sonst was geschützt. Ja, und es ist erstaunlich einfach, wie leicht man geschützt ist. Ich meine, das zeigt ja einem auch schon Lukas, das hat es ja vorhin auch vorgelesen, wo Jesus in der Wüste versucht wird vom Teufel, zeigt einem im Grunde genommen auch auf. Der Teufel, ich meine, zitiert ja selber aus der Bibel. Aber wenn man ihm dann mit der Bibel kommt und wenn man eben die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen hat, ja, dann flieht der Teufel vom einem. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, also das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt nicht, dass man dann frei ist von einer Versuchung oder von Falschlehren oder sonst dergleichen. Aber das zeigt einfach mal, wie wichtig es ist, eine große Portion Beständigkeit in das Lesen des Wortes Gottes zu legen. Also das ist meine bescheidene Meinung dazu. Und ganz kurz, du hast zum Anfang noch erwähnt, dass ja dein Video auch gesperrt wurde, glaube ich, wegen der Hassrede. Ne? Und, es wurde gelöscht von YouTube. Ja, das sind natürlich immer schlimme Nachrichten. Mir ist da noch, und das hatte ich vorhin vergessen noch zu erwähnen, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, mir ist dazu natürlich Matthäus 5 eingefallen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jeglich böse Wort gegen euch reden und um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also so traurig das auch immer ist und ich vermute, da werden noch einige Strikes auf uns zukommen. Ja, so umso mehr freue ich mich im Grunde genommen, auch wenn das irgendwie mal dann eine komische Stimmung ist. Auf der einen Seite findet man es natürlich blöd, dass man hier im Grunde genommen wie in der Inquisition den Mund verboten bekommt. Auf der anderen Seite freue ich mich, denn wie ich eben Matthäus 5 vorgelesen habe, Matthäus 5, 11 ist das, um genau zu sein, ist das doch etwas, worüber man sich eigentlich freuen kann. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es ist ein Punkt wichtig, dass wir uns eben im Wort Gottes, dass wir im Wort Gottes feststehen sollten, wie eben im Epheser 6 und nicht nur in Epheser 6, sondern im gesamten Wort Gottes. Denn nur dadurch sind wir halt dem Satan tatsächlich auch entsprechend gerüstet. Und in diesem Sinne möchte ich das Video auch wie eigentlich jedes Mal abschließen, dass wir alle unsere Bibel lesen sollten. Und ich freue mich auf die nächste Lesung mit dir, Jörg, und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Your day, your night, your day.
Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er